So, Kevin. Ja, was denn? Wie hast du geschlafen? Ja, mega gut. Geiler Bus, hast du gesehen? Hast du den Leuten schon den Bus gezeigt? Ja, also, zur Erklärung. Nein, man versucht ja immer, wir sind genügsame Leute, so, wir kommen aus dem Pott, so, da ist man scheiße gewohnt und so. Ne? Das Ding ist, wir haben jetzt über Jahre hinweg haben wir immer so einen Bus gehabt, der war mal ein bisschen was Schöneres. Einfach nur ernsthafterweise, weil gar kein anderer verfügbar ist. Also wir mussten jetzt was Besseres nehmen, weil das Schlechte nicht verfügbar war. Verstehst du, was ich meine? Das Ding ist der Wahnsinn, Alter. Da hast du richtig USB. USB überall. Kannst du eine Playsi anschließen, hast du einen riesen Fernseher. Ich habe gerade einen Film geguckt, ich habe Ready Player One in Deutsch. Einfach auf dem fetten Fernseher, mich schöner hingefilzt, geil. Können wir vielleicht da mal kurz reinzeigen, aber nicht zu viel. Ne? Ja, ich sag mal so, es ist mehr Schein als Sein, ne? Wie alles bei uns. Aber Fakt ist einfach die Ausgangslage. Die Ausgangssituation, die wir jetzt hier gerade vorfinden in der Schweiz, waren wir nicht noch mehr, ist einfach perfekt. Alle geil gepennt, alle geile Laune. Mega! Das wird super! 12 Stunden gewartet! Nico, der einmal auf den Sack geht! Gut klimatisiert. Das Wetter auf der Bühne war nicht so meins. Und jetzt geht's los. Jetzt geht's los. One Day at Grenichen Open Air in der Schweiz. Viel Spaß. Warst du sauber? Mhm. Ja, klar, natürlich, kein Problem. Ja, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und deinen Freunden und meinen Freunden. Das ist ja krass. Endlich mal alle mit 40 Minuten. Ja, sicher. War sie mit bei, war ja auch draußen. Ja, sicher. Frau und Sohn da? Ja, sicher. Was ist es, Kevin? Ja, gar nichts ist hier. Ich weiß nicht, muss ich erst ihn hier vorschicken, damit da was passiert, oder was? Ich muss sagen, Respekt, das war echt gut. Geil. Essen. Okay, aber... Essen. Ich dachte, du geht schneller, aber Pustekuchen. Wie? Ah ja, siehst du, guck mal, da kommt schon. Frühstück. Du, ja, siehst du? Da muss er einmal den Popo rausholen, dann läuft er. Was? Das ist noch nicht abgelaufen. Kann man noch essen. La 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 la. Bin ich verzweifelt, dass wir nach Strom. Strom. Und Strom. Die haben was Schlaues gemacht. Mhm. Und die haben hier die ganzen Mehrfachsteckdosen. Warte, ich räume mal die Couch weg. Die haben die eingewickelt wegen Wasser. Siehst du das? Mhm. Das ist mega schlau. Aber, ich sag mal, für mich als Stromkonsument ist es eher nachteilig, weil jetzt muss ich entweder deren Konstruktion zerstören, um da Strom zu zapfen, oder es geht halt nicht. Und wenn es nicht geht, kann ich nicht arbeiten. Ich bin ja nicht so schwach, ich bin zum Arbeiten hier. Ich hab noch was zu tun. Ja. Ich muss noch ein paar One-Day-Ad-Dinger schneiden, wir haben noch Making-ofs in der Pipeline, wir haben ein neues Musikvideo in der Pipeline, was wir gedreht haben auf Malle. Und jetzt? Was mache ich jetzt? Das ist die Frage, ob wir einen Kühlschrank brauchen, ne? Ja, den brauchen wir schon, das ist schön kalt. Oh, schade, ey. Kevin, hast du heute Morgen gesagt, hier ist Premium? Ja, ich sag mal so, es ist mehr Schein als Sein, ne? Wie alles bei uns. Ich hab denen jetzt oben gesagt, so, ey, ihr könnt hier Playsy spielen. Macht ruhig, ich halte mich zurück. Wohl wissend, dass ich hier unten Fernsehen gucken kann. Jetzt habe ich aber keinen Fernsehen. Jetzt muss ich nach oben gehen und denen sagen, verpisst euch mal. Das ist mir unangenehm. Also, es ist aber auch nicht das Gefühl, dass hier irgendwie besser wird. Oh, jetzt ist ganz aus. Ich komm da gar nicht mehr rein jetzt. Das passiert mir öfter. Oh, mal. Läuft wieder, Kevin. Läuft wieder. Ja, endlich. Hat doch so gedacht, mir ruiniert es noch. Check es aus. Darin kannst du kein Verbrechen bekämpfen. In den engen Hosen. Hast du schon Pizza bestellt heute?
Hier, das sind ja Hausaufgaben von gestern. Du hast eine 2 plus, 3 minus. Ich chill heute so hart, dass ich keinen Bock mehr habe. Gar keinen Bock mehr habe. Dann komme ich aus dem Bus so eine Stunde vorher hier raus und betank mich einfach. Jetzt 2 Shots Jägermeister getrunken, auch meinen Gin Tonic weg. Hab mich ein bisschen warm gemacht, ein bisschen gepusht, Leute genervt, dass die sauer auf mich sind. Das pusht mich immer sehr. Und jetzt geht's mir richtig gut gerade und ich weiß, das wird eine geile Show. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich. Ja, dann mal rein damit, ne? Ah, lecker. So, wie ist bei dir? Mega! Das wird super! 12 Stunden gewartet! Nico, der einem auf den Sack geht! Mega! Das wird heute die Show des Jahres! Okay, cool. Wodka-Cola. So meins. Aber die Frauen sind in der Schweiz schön. Was magst du, das Wodka? Das war richtig schön. Das war schön. Das war leer. Das war richtig, richtig schön. Ja, war schön. Anstrengend. Ja, wirklich. Aber anstrengend, aber schön. War richtig schön. Hat sich mega gelohnt, also. Ja. Kevin, rein jetzt. Ja. Nico sagte gerade, war anstrengend, war schön, ne? Ich meine, sehr vieles. Intimes ist anstrengend. Aber schön. Wenn man so Maschinen ist wie wir. Danke. Ja, Schweiz, immer wieder gerne, war großartig. Was soll ich sagen? Geil, 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 geil!